Was, wieso kommst du nach vorne? Hau ab, hau ab, hau ab. Nimm Glücksspiel mit, mehr Ma. Hallo, ihr aberwitzigen, kettensägen, zaubernden Freunde da draußen. Keine Ahnung, mir ist kein besserer Einfall angefallen. Vorab, ich weiß nicht, ob die Folge ist, wie die anderen alle aufgenommen haben werde oder ob die anders aufgenommen wird, weil ich kann mir gut vorstellen, dass diese Folge anders sein wird wie sonst. Und was ist das für ein unangenehmer Anfang? Bitte für einen täglichen Durchlauf. Ja. Falls ihr bis hierhin geschaut habt, könnt ihr euch kurz Zeit nehmen, in der Videobeschreibung oder hier den QR-Code, der hier gleich eingeblendet wird, wie eine kleine Umfrage, die ich erstellt habe, einfach wie es mit meinem Kanal weitergehen sollte, was anders gemacht werden sollte und so weiter. Ich hoffe, dass es soweit passt. Ja. Weil ich bin mir selbst noch nicht so sicher, ob ich mehr Animationen, mehr Gaming-Videos wieder machen möchte. Ich hätte halt gern irgendwie eine gute Mischung finden und welche Games auch als nächstes aufgenommen werden sollen. Weil Neuter, wie ich später sagen werde nochmal, wird ein wenig pausiert werden, weil Neuter ist relativ schwierig auf Dauer aufzunehmen, wenn man schneidet und nicht jetzt nur komplette Runs hochlädt, weil man immer was Neues zeigen möchte. Man möchte nicht immer wieder das Gleiche im Endeffekt hochladen, einfach damit die Zuschauer, also ihr da draußen, am Ball bleibt. Ja, also dann viel Spaß mit der Rest der Folge. Abonniert, lasst gerne ein Like da, falls euch das gefällt. Und denkt an die Umfrage. Danke. Okay. Das ist auf jeden Fall... Okay, das hier ist eine Mimik. Das habe ich vorhin schon gelernt, wenigstens. Das ist das... Dass das dann eine Mimik war. Und eine Mimik ist gefährlich. Echt jetzt? Ich brenne schon wieder. Ich hasse es. Ich brenne viel zu schnell mit diesen Zaubern hier. Aber ich bin eigentlich echt zufrieden mit diesen... Ich mag diesen Feuerpartikelzauber. Also dieser, der die Kreise umschwingt. Eindeutig. Come on. Jetzt habe ich kein Ich habe mir nur den gekauft und das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Elektrizitätsimmunität nehme ich auf jeden Fall mal mit. Geringeres Mana mag teleportieren. Das nehme ich nicht mit. Jetzt würde ich gerne gucken, dass ich hier rauskomme, aber ich werde hier nie im Leben rauskommen, ohne es zu zerstören. Ich hätte gerne nämlich noch den Zauberstab hier, also den Zauber. Wenn ihr hier gerade craftet, erkläre ich euch noch kurz was. Und zwar, es wird jetzt erstmal nicht so viele Neuter-Videos mehr geben. Und zwar, das liegt daran, weil Neuter echt schwierig zum Aufnehmen ist, wenn man erst recht nicht immer besser wird, nicht unbedingt. Und man möchte es ein bisschen schneiden, damit ihr einfach ein bisschen mehr Mehrwert habt in den einzelnen Folgen jeweils. Das wollte ich euch nur mal mitteilen. Und wenn wieder Neuter-Folgen kommen, werden die auch anders geschnitten sein, mit ein bisschen mehr Overvoice, also mit ein bisschen mehr Nachsprechen, so jetzt gerade im Endeffekt. Weil dann brauche ich mich nicht so stark aufs Reden konzentrieren während den einzelnen Folgen und es angenehmer machen. Und ich kann mich auf die spannenden Sachen fokussieren. Hey, du, da oben, stirb. Nein, nein. Der Zauberstab gehört mir. Yeah, neuer Zauberstab mit nicht mischen. Ja, das ist da. Ja, okay, das ist mein Zauberstab. Das ging gar nicht mal so kacke. Und ich glaube sogar das da nehme ich mal mit. Weil vielleicht kann ich da auch noch was anderes in der nächsten Festung zeigen. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Ich gucke jetzt erstmal nach Perk und dann würde ich mal gucken, was es hier genau gibt und dann mal sehen. Immun gegen Feuer. Nehme ich mit. Ja, überall Mana, das frisst sich halt durch Stahl, ne? Ich glaube, das würde ich sogar mitnehmen. Einfach, weil ich das durch Stahl frisst. Weißt du was? Hier baue ich einfach da die hier rein, oder? Obwohl, die haben 30 Mana-Entzug, ne? Der haben nur... Ne, ich nehme den hier. Dann würde ich den hier nehmen. Dann würde ich nochmal auch das hier nehmen, sodass ich einfach wechseln kann zwischen denen. Einfach... Der ist halt langsam, aber der hier macht mehr Schaden. Ja, muss mitleben können. Ja, muss ich mitleben können. Finde ich nicht so geil, aber... Warte, haben die mehr Mana-Einzug? Mana-Einzug 20, Mana-Einzug 30, ne. Verdammt.
Ich will jetzt ungern sterben. Ich suche mir einen Heiler. Oder auch nicht. Ab jetzt wird es ein bisschen anders vorangehen. Ab jetzt werde ich nachkommentieren. Hier in dieser Festung, also im ersten Gebiet, habe ich diesen Zauberstab gefunden. Und das habe ich live dazu noch gesagt. Weil der so viel spreadet, macht der einmal so. Okay, verstehe. Ab dem nächsten heiligen Berg habe ich mir die Elektrizitätsimmunität geschnappt und die Nachverfolgungsperk. Nur leider ist der Nachhinein echt nicht so gut, weil man halt dann die Kontrolle von vielen Zaubern an sich verliert. Nur für Zauberstäbe Nachverfolgung zu holen ist es besser. Hier habe ich leider Perplexium und Pheromone verschüttet, was im Endeffekt diesen Run zerstört hat, wie ihr hier gerade sehen könnt, weil ja meine Steuerung invertiert war. Und im nächsten Run bin ich nochmal genau mit dem gleichen Start nochmal weiter versucht zu machen. Dann habe ich diesen Zauberstab hier gefunden, habe mich selbst angegriffen, habe zum Glück überlebt mit einem Leben, wie ihr hier sehen könnt. Aber dann dachte ich mir so, nehm den Zauberstab hier mit, jetzt habe ich mich schon für den abgerackert, nur leider der Kackzauber. Es ist halt ein minimal besserer Stab gewesen in dem Moment, als ich hatte. Nur aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Ich war so im Fokus, dass ich es geschafft habe, sogar zu überleben und bis zum Tempel, bis zum nächsten heiligen Berg mehr oder weniger voranzuschreiten, was ich auch nicht erwartet hätte in dem Moment mehr. Danach ging es weiter in den nächsten heiligen Berg und hier habe ich mir die Elektrizitätsimmunität nochmal geholt und natürlich nochmal die Nachverfolgungsperk. Einfach, das ist so eine Krankheit, die habe ich aus Neuter Arena Online irgendwie. Im nächsten heiligen Gebiet, weil im vorigen Gebiet nichts Spannendes war, habe ich mir hier noch das Ölblut geholt und dann hier war ich beim Überlegen, Elektrizität immer auslösen oder schneller bewegen, weil ich war schon elektrizitätsimmun. Dachte ich mir so, das kann, aber ich war nicht explosionsimmun. Das war das Problem. Und hier, jetzt in diesem Gebiet hier, mehr oder weniger in diesem Blutgebiet, so nenne ich das jetzt einfach mal, bin ich am Ende von der schieren Masse der Gegner überrannt worden, einfach. Sozusagen. Ja, das war etwas doof, einfach. Ab jetzt gibt es hier einen kleinen Run, den ich ein bisschen zusammenschneiden werde, wieder mit meiner Live-Commentary. Und zwar, ich habe einen neuen Perk gefunden, und zwar Vampirismus. Ich hatte leider nur keine guten Zauber. Und das war's im Endeffekt für mir aus meiner Seite. Lasst gerne ein Abo und ein Like da, falls euch die Folge gefällt. Viel Spaß mit meiner Live-Commentary. Cool. Dann nehme ich den aber mit, weil ich hoffe, dass ich nochmal einen neuen guten Zauber nachhinein kriege. Aber Vampirismus. Natürlich ist hier ein Shop. Ich will diesen Laser gern mal wieder haben. Du stirbst und ich trinke mal hier ein bisschen Blut, bitte. Damit ich einfach mich voll heilen kann. Trinkst du das nicht? Ja, genau. Nur dann kommt einfach ein Wurm. Der will, du willst mich doch voll verarschen. Ich hasse diese Nahkämpfer. Aber dank dem Wurm kann ich mir ein bisschen Geld absneaken. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. Das ist gut. Ich will da unten wissen, was für ein Zauberstab das ist. Perfekt, ein Teleportstab. Ich zweifle, dass ich den jetzt her werde, aber ich versuch's wegen Geld. Hey. Ich habe noch Leben und ich kann mich noch ein bisschen heilen. Okay, da oben ist ein Teleporter, den würde ich jetzt ungern mal auf mich aufmerksam machen. Weil der würde mich jetzt nur meinen Run kosten wahrscheinlich. Aber dieses ganze Geld nehme ich liebend gern mit, auch wenn ich dafür jetzt Schaden fressen musste. Diesmal. Und hier ist, klettert immer noch der Wurm umher irgendwo. Danke, Wurm. Der hat mein
Der hat die Götter verärgert. Ich war doch nicht mal schuld. Was ist das für ein dummer One gerade, bitte? Den werde ich auf jeden Fall mit reinschneiden, irgendwie. Ich hätte wohl doch gleich weitergehen sollen, als ich den Wurm gesehen habe. Dieser Wurm hat meinen kompletten Run zerstört. Und der Wurm macht mir nicht mal Schaden. Was zur Hölle? Ich trinke ja nochmal Blut und erkunde halt hier weiter, weil ich habe jetzt eh keine Chance gegen den Typen unten. Also nicht so gut, jetzt runterzugehen, wäre richtig dumm, weil ich hätte keine Chance gegen diesen Typen unten halt. Ich glaube, ihr wisst, wen ich nicht meine. Dann suche ich halt nochmal irgendwo Blut, um mich aufheilen zu können. Vampirismus habe ich noch nie, also nutze ich es gut aus. Ich glaube, das da wird mich umbringen, oder? Ah, ne, okay, das geht, okay. Obwohl, das hat Mischen, ne? Das heißt, es wird nicht immer triggern. Okay. Du da oben. Berserkium. Teleportieren und... Okay, es war ein Fehler. Kann ich hier irgendwie Blut aus dir rausquetschen? Nö. Ich brauch Blatt. Ich hätte das Geld für unten. Nehmen wir mal mit, komm. Nehmen wir mal mit, wenn ich das Geld jetzt schon habe. Heile ich mich dadurch? Ja, wie geil. Mehr Blatt. Ich brauche mehr Blut. Ich muss eindeutig mehr Perk muss ich auf jeden Fall versuchen, in diesem Mann zu kriegen. Ach verdammt, jetzt bin ich vergiftet. Wieso habe ich nicht mein Wasser aufgefüllt eigentlich direkt, wenn ich eine leere Flasche hatte? Ich weiß auch nicht, warum ich mir nichts dabei gedacht habe. Hey, wieso habe ich jetzt Schaden genommen? Wodurch? Welcher Kunde hält jetzt hin? Einfach mal weiter, weil... Ja, okay. Ich hasse diesen Gegner. Verrückt weg mein Berserkium noch ein wenig. Hey, ich habe den schlechtesten Zauber, glaube ich, für den Anfang. Hey. Rein da. Nicht mehr vergiftet sein, ja. Vergiftet sein ist das Schlimmste für mich gerade. Okay, ich muss gleich doch abhauen, weil ich mich heilen muss und ich kein Blut finde. Aber ich darf nicht zu weit gehen. Wenn ich jetzt zu weit gehe, spawnt der bloß dieser Gegner da unten. Ich hoffe einfach, dass der ist schon gespawnt, oder? Ja, wahrscheinlich ist er schon gespawnt. Okay, ich habe auf jeden Fall den Slicer. Okay. Das hier brauche ich... Oh, verdammt, ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld mitgenommen. Passt doch, perfekt. Da komme ich halt, das heißt, ich kann jetzt auch hier rein und raus. Das heißt, den da packe ich mir mal hier hin und das hier. Warte. Ab hier kann ich craften, ne? Dann packe ich das mal raus. Und den Teleport auch. Okay, damit kann ich ein bisschen schießen, ja. Okay, damit kann ich leben. Was ist das hier? Metall. Okay, Metall. Einfach Metall. Okay, ich habe mich hier oben rausgebohrt. Und ich bin im Schneegebiet. Und das mit keinem einzigen guten Zauber. Wie dies Kacke. Komm her. Ich slice dich. Okay. Okay, der muss da ein bisschen Schaden nehmen, weil der Elektrotyp ist gefährlich. Ah, verdammt, nee. Hat der eine Projektilimmunität? Nee, hat er nicht, okay. Ich habe ein bisschen Geld gekriegt. Vielleicht kann ich mir jetzt schon einen neuen Zauber oben holen.
Obwohl, das ist jetzt schwierig. Ich brauche halt Blut, um mich zu heilen. Die Yeezy-Festung wäre jetzt so geil. Soll ich lieber versuchen, weiter runterzukommen, mich einfach runterzubohren? Oder lieber gucken, dass ich Geld sammle? Ich weiß es gerade nicht. Hier lang gehe ich auf jeden Fall nicht. Hey, ihr. Ein bisschen heilen konnte ich mich wenigstens. Nochmal. Das sind nur die Kleber, ne? Die kann ich eigentlich töten, wahrscheinlich sogar mit dem Slicer. Und die bluten. Okay, das hat funktioniert. Ich glaube aber, ich werde jetzt nicht nochmal... Ich werde nochmal nach oben gehen, komm. Ich gehe nochmal nach oben einmal mit dem Teleporter. Nee, du killst mich jetzt nicht. Ich habe jetzt noch ein bisschen Geld. Ich könnte mir entweder die Projektile holen oder den Double Spell. Also den Dreifach-Spell. Oder den Schild. Und ich glaube, das Schild ist gerade aus meiner Situation das cleverste. Weil das kann ich einfach hier mit reinpacken davor und habe ein kleines Schild. Weil den Perk davon werde ich auf jeden Fall nicht kriegen diese Runde. Da bin ich mir sehr sicher. Und somit habe ich wenigstens ein kleines Projektilschild. Das heißt, ich bin jetzt nicht komplett am Arsch, sobald ich getroffen werde. Wieder. Und ich glaube, ich werde mich einfach hier nach unten springen. Nein! Was machst du da oben? Stirb! Oh, nein, nein. Oh. Wie fies war das denn jetzt? Hier, bomb dich durch. Okay, das klang irgendwie gut, aber irgendwie auch nicht. Da ist doch irgendwas. Ja, diese, wie gesagt, also ich weiß nicht, dass ich in die Folge aufnehmen werde, reinnehmen werde. Ja. Ich dachte nicht, dass ich da durchkomme. Easy Festung wird wenigstens easier, da kann ich mich immer heilen. Verdammt, der ist ja immer noch da, ne? Ah, ich komme da nicht weiter. Hier werde ich nie im Leben killen können, nur mit ein paar Projektile. Dann heißt es halt wieder hier durchbohren. Also was ist das für eine Vanguard? Er ist ja richtig verrückt. Ich habe sogar schon Schaden genommen. Cool. Was, wieso kommst du nach vorne? Hau ab. Nimm Glücksspiel mit, mehr Mana, wenn ich Leute kill, einfach irgendwelche Perks, wenn ich jetzt schon hier vorkomme. Und hau ab. Ja. Was ich getan habe, keine Ahnung, wie ich das jetzt überlebt habe. Ich habe selbst keinen Plan. Slicen. Ja, das habe ich gesehen und ich habe es aber in Kauf genommen, weil sonst wäre ich jetzt hier gestorben, weil die mich gekillt hätten. Okay, ich muss mich da unten durchbohren, wenn ich da oben mich durchbohre. Komm, hier würde ich zwar in die Kiste kommen, aber ich würde mich komplett vergiften. Obwohl, müsste würde ich nicht. Ich könnte ja einfach das da oben mit Wasser beträufeln, oder nicht? Dafür habe ich doch Wasser mitgenommen mal. Ja. Jetzt kann ich da unten noch aufmachen. Das ist nämlich eine Schatztruhe. Das geht drin. Cool. Ich glaube, ich hätte diesen Slicer mir nicht kaufen sollen. Ich weiß nicht, ob das eine clevere Idee gewesen ist oder nicht. Kann ich nicht sagen. Aber ohne den Slicer, glaube ich, wäre ich schon lang tot. Der hat aber 300 gekostet. Das war echt viel zu viel für den Anfang des Runs für mich. Bombe aktiviere ich diesmal lieber.
Wieso schon wieder nur Bomben? Ich bin nicht mal explosionsimmun. Oder irgendwie so. Den kann ich am Leben lassen. Ja, okay, nee. Da hau ich ab. Da hau ich auch ab. Tschüss. Hey. Tschüss. Ihr könnt mich mal, ich bin weg. Ich bin mal ein bisschen weiter weg. Dann gehe ich mal in andere Richtung. Also bis jetzt, komm, überlebe ich wenigstens. Natürlich hast du einen Zauberstab gefunden. Woher auch immer. Aber das war ein guter One. Den werde ich mal ein bisschen mit reinnehmen.